EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und bei Hansa Rostock. Ja, guten Tag, meine lieben Freunde. Es steht ein nächster Spieltag an gegen Hoffenheim. Das wird nochmal ein richtiges Brett, glaube ich. Richtig übles Ding. Was ja, gegnermäßig angeht, ne? Ja, wir hatten jetzt hier auch ein paar üble Spiele. 0:6 gegen Mainz und alle Tore von Fabian Rehse. Das hat direkt ein paar Aufrufe bei euch gegeben. Und zwar, dass wir den holen sollen, so ungefähr. Ja, oder verletzt treten, ne? Ist die andere Alternative. Wir geben uns da einfach ein paar Tipps vom Thomas Müller. Der hat jetzt Zeit, der kann noch ein bisschen, der hat ein bisschen spielfrei, weil er gestern da jemanden in Kahn-Manier vollkommen umgetreten hat von Ajax Amsterdam. Krasses Ding, krasses Ding. Sieht so ein bisschen aus, guckt euch mal das Foto davon an, sieht ein bisschen aus wie das Bundesliga-Logo. Vielleicht wollte er das auch nachstellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fabian Rehse hat uns hier dezimiert und auseinandergepflückt. Und dann haben wir noch 1:2 gegen Schalke verloren. Richtig übel gerade. 4 Niederlage, wenn ich richtig bin. Ja, in Folge. Und wir sind auf dem 16. Tabellenplatz. Ne? Wir sind auf dem Weg abwärts gerade. Das geht so. Ja, Patze, du hast geschrieben, ne? Wir gucken eure Kommentare natürlich an. Und der hat gemeint, ja, ich hatte ihn ganz vergessen das letzte Mal. Stimmt auch. Er wollte nämlich bei Finanzen noch hier Budgetänderungen. Hat er gesagt, wir brauchen nicht ganz so viel bei Budgets und können da was wegtun und das vielleicht hier in die Gehälter reinpacken. Vielleicht später auch noch ein bisschen mehr und in Transfers. Vielleicht müssen wir ja noch jemand nachkaufen. Ne? Keine Ahnung, müssen wir schauen. So, Patze, damit haben wir das erledigt. Dann der Geo Gattos, richtig aufs Fressbrett bekommen. Rehse zerstört die Kogge. Kommen aber auch wieder bessere Zeiten und das Umstellungssystem auf den Fünfer im Mittelfeld hat sich als Hoffnungsschimmer erwiesen. Da sollten wir beibleiben. Haben jetzt auch ein paar geschrieben, dass wir vielleicht im Fünfer-Mittelfeld arbeiten erstmal. Okay. Ab und zu sollen wir bei Münster reinschauen und wie er sich da entwickelt. Ja, das machen wir, ne? Dann Frank Schönekäs. Bittere Pille gegen Mainz. Ja, aber hallo. Kauftipp Fabian Rehse. Gegen Schalke sah es schon wieder besser aus. Jetzt gegen Hoffenheim wird es nochmal schwer und danach sieht es aber machbarer aus. Lass mal gucken hier. Was sieht denn danach machbarer aus? Machbarer als Mainz halte ich gar nicht so viel. Wir haben erstmal hier vielleicht eine Möglichkeit, ein Freundschaftsspiel anzusetzen. Wollen wir mal schauen, irgendeinen kleinen Verein oder so, der vielleicht Bock hat. Aber die spielen wahrscheinlich selber, ne? Ja, wir gucken trotzdem mal. Ja, hier, komm. Bremen-Walle ist doch super. Da können wir doch mal anfragen einfach. Werden wir mal gucken. Dann kommt Stuttgart. Ja, das könnte machbarer sein. Köln und Nürnberg. Ja, ja, ja. So, dann hat man noch aus Madrid. Sollten wir nochmal gucken. Madrid. Real Madrid, die hatten einen in der zweiten Mannschaft, den er sehr gut fand. Und der zwar verletzungsanfällig ist, aber wo er sagte, hey, guckt ihr doch mal unseren Kollegen an, der ist nicht verletzungsanfällig, der Strauß, und verletzt die auch die ganze Zeit. Ne? Und er könnte günstig sein, weil eventuell, ja, ist ja günstig ist so eine Sache, ne? Nicht akzeptabel. So richtig wäre hier bei 17 Millionen das Ding drin. Schwierig, ne? Also könnte man natürlich noch ein bisschen runterarbeiten, aber wir kriegen ihn auf gar keinen Fall unter Marktwert. Es wäre ein Nachfolger, oder es wird ein Nachfolger gesucht für Schmidt, weil den müssen wir loswerden. Da läuft jetzt der Vertrag aus, ne? Und wenn wir da jetzt mal allein hier mal so Spieler anbieten irgendwo, für 32 Millionen werden wir den nicht mehr loskriegen. Versuchen es mal. Für 26 Millionen. Ob da überhaupt jemand Interesse hätte für? Außerhalb des Transferbudgets bei Wolfsburg, was ist da denn los? Die sind da nicht dran interessiert. Leverkusen zum Beispiel auch nicht interessiert. Also, da gibt es schon mal einige. Oh, hier, der HSV würde anfragen. Ist jetzt die Frage, wenn man das aber. Warte mal. Weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, das jetzt zu machen. Ich wollte es eigentlich nur mal wissen. War vielleicht nicht so clever. Am Scheitern sind die schon hier. Die sind am Scheitern. Kann man gar nicht mehr abbrechen. Ne? War vielleicht nicht so clever vom Gary. Hm, doof. Aber wir kriegen ihn los für so 24, 25 Millionen. Vielleicht. Die ja auch wert ist. Ne? Ist ja bei unseren Parametern so eine Sache. Und dann müssen wir das reinvestieren auf jeden Fall. Ne? So, also es hat leider nicht geklappt mit dem günstig holen. Von diesem Real Madrid-Typen. Ja, guck mal hier. Um Gottes Willen. Die bieten 15 Millionen. Ey. Um Gottes Willen. Das ist... Das ist bitter. Aber wir haben ja eine Halbzeit frei hier.
eine Hinrunde Zeit, das zu machen. So, wir spielen mal gegen Bremen-Walle. Ganz neuer Verein für uns. Wunderbar. Ja, wir sind weit auseinander mit Hamburg und deshalb haben sie direkt abgebrochen. Ich habe mal überlegt, hier bei Kooperationsverträge, wir haben ja auch einen dritten Verein frei und habe ich überlegt, ob wir nicht hier Münster nehmen, wo der Georg Attas im Moment hier spielt, ne? Münster. Die spielen Regionalliga West. Und wo haben wir hier unsere Leute? Liga, keine Ahnung. Wir machen einfach mal so und dann gucken wir mal, ob das noch geht. Hier Regionalliga West. West, kleinere Vereine. Das geht noch und wir können bei Münster anfragen. Und auch hier werden wir einfach mal ein bisschen was reinbuttern. Ganz easy peasy. 500.000 oder 600.000, das ist ein fairer Dings hier, werden wir mal machen. Gucken wir uns mal an, wie das so läuft mit Münster. Weil ich bin immer dafür, wenn man mal Geld hat, ne, wir haben jetzt gerade Geld für sowas, dann kann man doch die kleinen Vereine mal unterstützen. Das würde ich mir aus der ersten Liga viel öfter wünschen. Und wir werden das hier machen, indem wir hier 600.000 mal anbieten und mal gucken, was dabei passiert. So, jetzt gehen wir mal weiter und gucken auch mal eure Kommentare hier an, wie es da noch so aussieht. Ronny Schumann, was macht unsere Abwehr gegen Mainz? Blumen pflücken, da fehlt eindeutig ein Ronny Schumann in der Abwehr. Ja, der ist leider gerade auf Tour, ne? Der ist noch unterwegs, der kommt aber irgendwann mal wieder, vielleicht besser als zuvor. Wir gucken kurz die Tabellen durch hier. Bayern mit einem 0:0 gegen Prager ist natürlich schwach, ne? Madrid ganz souverän da oben drin. Leipzig schmiert hier bis sie ab. So, dann Mailand, okay, was haben wir noch? Dortmund, Zweiter, jetzt hinter Man City. Die haben ja das erste Spiel verloren und ja, dann hier ein ganz souveränes 1:0 gegen Rapid Wien. Oh, oh, oh. Ich finde, da könnten wir mal anheuern, wenn wir hier rausgeworfen werden. Ne? So, dann AKVS Deutschland meint, die Laufwege kannst du dir sparen. Die würden nur im 3D-Modus berechnet. Das stimmt so nicht, zumindest nach den Sachen, die wir bei FM-Zocker rausgefunden haben. Da hat der Jay ja eine große Studie veröffentlicht von Herrn Dr. IMJ und Diplom-Doktor Planlos. So, und zwar, da haben wir geguckt, mehrere tausend Spiele, also ungefähr 1000 Spiele, sagen wir es so rum, haben wir simulieren lassen dort. Immer das gleiche Spiel und immer die gleichen Leute quasi. Und wir haben im Textmodus stets die Laufwege bearbeitet. Einmal haben wir gar keine gemacht, einmal alle nach vorne, einmal alle total nach hinten und einmal richtig sinnvolle. Und es gibt eine komplett nachvollziehbare Tendenz, dass Laufwege Sinn machen. Wie stark ist jetzt wieder schwierig herauszufinden, aber es war eindeutig so zu sehen, dass sinnvolle Laufwege zu mehr Siegen führten im gleichen Spiel als total sinnlose und sinnfreie. So, dann hat der Grau noch geschrieben, Gary, ach, Andreu, Grauer Santidis, was los, mein Freund? Und der Fortnite-Gamer wartet erstmal ab, was passiert mit der Jugend, bis er sich einen aussucht. Ja, und wir warten mal ab, was hier passiert gegen Hoffenheim. Die sind Erster momentan, da läuft es natürlich wie geschnitten Brot, ne? Wie flüssig Butter. Oh. Was machen wir denn da? Das wird ganz, ganz knallhart auf jeden Fall. Wir sind Letzter momentan, Stärketechnik. Und da müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier nicht untergehen. Zu Hause müssen wir irgendwie, ja, weiß ich nicht, mauern vielleicht oder so. So, dann haben wir das Topspiel Bayern München gegen Hertha BSC Berlin, Dortmund gegen Köln. Dortmund nur Zehnter, die müssen natürlich jetzt auch mal ranglotzen. Und dann noch Augsburg gegen Leverkusen. Interessante Partien, Chisholz ist verletzt leider, ne? Köpke ist wieder zurück, aber momentan schwach in Form. Wir müssen gucken, wen wir mitnehmen hier. Grauer für die rechte Seite. Ne, für den Rechtsverteidiger haben wir den ja da mit dabei. Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen den Köpke fast schon draußen lassen. Der hat auch noch eine 5er Form. Wir öffnen mal die Taktik hier. Das lassen wir erstmal weg. Laufwege haben wir gute. Teamvergleich. Abgesehen davon, wenn man die Laufwege einmal gemacht hat und nicht ständig das System ändert, dann kommt man damit ja auch gut klar. Ne? Also so viel Aufwand ist es nett, die einfach mal sinnvoll einzustellen und abzuspeichern. Ja, nur wenn man wechselt, ist das ein bisschen nervig. Ne? So ist es halt. Gut, wir gucken uns an, was wir noch für Mails bekommen haben. Ada Fitz, alle Trainingsziele, ja, mach doch mal neue hier.
Kooperationsvertrag abgelehnt, die Münster. Ja, wir versuchen es später nochmal. Kein Problem. Alles gut. Scouting abgeschlossen. Von Atletico Madrid unter anderem. Meier ist verletzt. 5 Wochen der Meier. Um Gottes Willen. Mann, ey. Wir haben aber auch hier Verletzungen gerade. Aber bitter. Sehr, sehr bitter. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an, wie das hier zu Hause läuft. Gegen den Plastikclub. Und wir werden versuchen, ihn dem Spaß am Fußball zu nehmen. Mit einem Sieg könnte die Welt schon ein bisschen besser aussehen. Wir könnten uns irgendwo bei Augsburg auf Platz 13 um den Dreh einpendeln. Das fände ich schon wieder ganz ordentlich. 5. Minute ist gespielt. Es ist noch keine Chance zu sehen, aber es ist Gift im Spiel. Wir sind kampfbereit und die Hoffenheimer angriffslustig, die jetzt nämlich hier versuchen, über Felipe Augusto das Tor zu machen. Der hat doch da Horst getreten, aber ganz eindeutig. Und jetzt, der liegt da und dann zum Ut und Ut zu Ib. Und der Ib, der fiete Ib. Der fiete Ib. Der fiete Ab natürlich macht es 1-0. Auf die Fresse. 0-1. Ah. Patrick Holt hat sich auch noch verletzt. Das wäre ja richtig bitter. Müssen wir mal gucken. Truppé, der jetzt hier bei Hoffenheim ist, leistet sich einen technischen Fehler. Knöll ist da. Und dann lässt er 3 stehen und schießt aber dann beschissen ab. Och Mensch, geschenkt, nicht angenommen, ey. Meine Güte. Und hier kriegen wir eine sinnlose gelbe Karte. Das ist auf jeden Fall. Also, das war kein Foul. Also, zumindest kein gelbes Foul hier. Mann, Mann, Mann. Das ist der richtige Dortmunder Mannschaft hier. Marvin Hitz und unser Truppé. Okay. Felipe Augusto versucht jetzt nochmal. Versucht Nikolai Müller anzuspielen. Der kriegt den Ball unter Kontrolle. Und dann Bebu will den Ball ins Ausgehen lassen. Aber Nikolai Müller spitzelt den ab. Kriegt den in die Mitte. Und da ist schon wieder Fiete Arp. Doppelpack. Oh, oh, oh. Das sieht schon wieder düster aus hier. Ha! Da kommen aber richtige Wellen hier mit der Kogge in Konflikt. Mann, Mann, Mann. Niklas Schmidt hier kriegt den Ellenbogen von Baumgartl ab. Eieiei, also... Ach, ein blaues Auge wäre uns ganz lieb, ne? Aber das sieht nicht nach einem blauen Auge aus. Pfosten nochmal Fiete ab. Was ist denn hier los? Warum kriegen wir denn hier so einzelne Spieler nicht gepackt? Erst den Rese, jetzt hier Fiete ab mit dem Doppelpack und einem Pfostending. Aber jetzt versucht die Kogge mal. Horn schießt Truppé an, es gibt eine Ecke. Immerhin. Die kommt jetzt rein für Kayembe. Der führt sie aus. Von der rechten Seite Horst und Brooks im Kopfballduell. Brooks gewinnt. Oh je, yeah. Bebu mit einer 6. Kayembe mit einer 5. Also unsere Außenposition. Eieiei, was haben wir uns da geholt, ey? Momentan greifen die noch überhaupt nicht. Aber sowas von nicht. Mann, Mann, Mann. Ein Tor vor der Halbzeit wäre jetzt nochmal irgendwie sehr gut. Und wir versuchen es. In der 43. Minute Patrick Horst mit einem super Pass auf Niklas Schmidt. Der auf den mitgelaufenen Tordesknöll. Der muss er noch einschieben. Jawohl, 1-2, Tordesknöll. Sehr schön, der war letztens noch frustriert. Endlich platzt der Knoten hier mal. Ah, oh, Mann, 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 Mann. Noch gerade eben gesagt, das wäre jetzt wichtig, hier so ein Tor zu machen. Vielleicht geht in der zweiten Halbzeit ja was, aber wir müssen die Außen auswechseln. Hier 5 mit einer gelben Karte und auf der linken Seite so eine 5. Die müssen wir vielleicht erstmal irgendwie draußen lassen. So. Oh, das wäre natürlich was, ne? In der zweiten Hälfte zeigen wir Ihnen, was wir beim FC Hansa Rostock wirklich drauf haben. Dann müssen wir gewinnen, ne? Nee, nee. So. Seid wachsam, machen wir. Und versuchen hier jetzt noch einen Punkt zu holen. Das wäre natürlich gegen Hoffenheim. Die sind am ersten Platz und nicht zu Unrecht, ne? Das wäre natürlich schon eine Sensation, jetzt ihren Punkt zu holen. Ein richtiges Zeichen gegen Joachim Löw und seine Hoffenheimer, ne? Löw hier als Nivea-Maskottchen natürlich der perfekte Trainer für TSG Hoffenheim. Mit Blau und Weiß kennt er sich aus. Jetzt erstmal Remy Walter auf Mitchell Weiser, der rechts außen schießt, aber knapp an Tor vorbei.
Hoffenheim kommt hier besser aus der Pause. Jetzt fiete ab aus 30 Metern. Körbt das Ding mal und Mascherano kann den über die Latte lenken. Heieieiei. Obwohl der lange unterwegs war, war das ein richtiges Pfund, ey. Menschenskinder. Ecke von links. Giovanni Troupé. Es ist richtig wild im Strafraum. Die wird gezogen und gezerrt. Und am Ende geht Uth zu Boden. Leben ist kein Ponyhof. Weiterspielen. Auf geht's. Aber wir kriegen keinen Zug hier in das Spiel in der zweiten Hälfte. Philippe Augusto will da einen Elfmeter. Pfiff bleibt aber aus. Ball gelangt zu Posch. Der verliert den jetzt gegen Weiser. Was ist denn da? Marc Uth. Eins. Drin ist das Ding. Da wirst du da bekloppt. Was sind das denn hier für individuelle Fehler die ganze Zeit? Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße. 1:3 Sieg. Ganz weit weg und auch das Unentschieden ist jetzt hier in weite Ferne gerückt. Und noch ein Ding, hä? Sehenswürdiger Spielaufbau der TSG Hoffenheim. In dem Mittelfeld gelangt der Ball über einige Stationen zu Philippe Augusto und dann gegen Stefan Posch verliert er den Ball. Immerhin. Och Leute, ey. Muss das denn sein hier? Tja. Hachi Wright hat eine sehr gute Form. Den bringen wir jetzt. Vielleicht macht er noch eine Bude oder so. Ah, es wäre ja wenigstens ein Aufbäumen dann, ne? Ah, Mann, ey. Da sind wir mal 2:1 rangekommen und dann kassieren wir wieder. Flanke von der linken Seite. Jetzt Holtmann. Schmidt taucht auf einmal vor Hitze auf. Der muss da jetzt reinmachen. Das gibt's doch gar nicht. Aus 5 Metern kriegen wir das Ding einfach nicht reingedrückt. Und sogar Freiburg gewinnt jetzt. Ist an uns vorbeigezogen. Stand jetzt. Marvin Hitz mit einer klasse Parade. Ah. Ganz, ganz, ganz übel sieht's gerade aus hier. Fiete Arp geht jetzt in den 16er rein, wartet dann zu lange und Mascherano holt sich den Ball beim Herausstürmen. So, nochmal eine Ecke. Troupé. Mascherano kommt zu langsam raus. Remy Walter kopft am Tor vorbei. Meine Güte. Noch einer der Besten hier, unser Keeper. Oder der Beste. Ach, Christian Benteke kommt rein für Fiete Arp. Der hat sich natürlich hier jetzt den Applaus in der 78. Minute komplett verdient. Nordwald kommt rein für Baumgartel. Dem tat ja noch die Hand weh von eben einem Zweikampf. Da ist einer dem auf die Hand getreten. Und Marcel Schmelzer, noch ein Dortmunder, kommt hier als Innenverteidiger für Brooks. Okay. Also die Dortmunder haben hier in die Richtung einige verkauft. Schmidt mit der hohen Ecke. Hitz kommt nicht heraus. Horn ist dran und dann geht er wieder nicht rein. Kopfball knapp vorbeigesetzt. Mensch. 1:3 kommt. Wir müssen noch zu Hause noch ein Ding hier machen. Auf geht's. Geht drauf. 6 Minuten ist noch. Aber das war's. 1:3. 1:3 leider der Stand der Dinge. Wenn dich hier nicht noch eins tut. Weiser auf der rechten Seite. Flankt zu Jonas Hector. Der geht an Bauer vorbei und dann schießt er am Tor. Rechts daneben. Ach ja. Gut, das war auch jetzt hier nicht zu erwarten, dass wir hier unbedingt ein riesen Ding machen. Aber so viele Fünfen ist halt auch schwierig. Boah. Bayern gewinnt gegen Hertha. Freiburg unentschieden, immerhin. Dann sind sie doch nicht an uns vorbei. Meine Hür, meine Herren. Wolfsburg verliert zu Hause gegen Gladbach, die hängen da unten richtig drin. Augsburg 0-0 gegen Leverkusen. Hamburg gewinnt gegen Schalke 04 1-0 und Dortmund gewinnt auch gegen Köln 1-0 zu Hause immerhin. Leipzig 1-1 gegen Stuttgart und Bremen verliert gegen Mainz 05. Richtig wenige Tore und einige Veränderungen in der Tabelle. Dortmund springt nach oben, Bremen, Köln stürzt ein bisschen ab. Schalke ist jetzt hier direkt vor uns. Ja, das sagt mir als Dortmunder natürlich zu, ne? Fiete Arp hat es mal wieder in die Elf des Tages geschafft. Also es ist fast schon so, wenn du gegen uns spielst, stehst du als Stürmer danach in der Elf des Tages momentan. Das ist ein bisschen traurig, ne? Aber nicht zu ändern. So ist die Realität, meine lieben Leute. Die ist schon mal traurig. Und momentan sind wir halt die Traurigen, ne? Ja, ja, komm. Ist okay. Wir sind noch im grünen Bereich, aber es wird natürlich nicht besser, ne? Strauß ist immer noch in der Krise, ja. Was kann ich denn dafür, wenn er sich nochmal verletzt, ey? Hansa Rostock, wir lassen mal Punkte liegen, die zweite Mannschaft hier. Was ist denn da los? Unentschieden nur. Kein Tor. Nils Röth mit einer 1 immerhin.
Verletzung, 3 Wochen Strauß. Oh, und Chisos noch 8 Tage. Der ist dann wenigstens fit nach der Länderspielpause. Die würde ich gerne so noch mitnehmen, die Länderspielpause. Ne? Und das Spiel danach auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob es hier irgendwelche wichtigen... Nö, gab es nicht. Keine wichtigen Wechsel auf der Trainerposition. Gegen Moldawien und Weißrussland, das können wir mit den Russen kurz skippen. Und da hoffen wir auf Siege. Das Freundschaftsspiel skippen wir natürlich dann auch. Und dann gucken wir unten noch das Spiel gegen Nürnberg an. Da könnte nämlich eventuell mal was gehen. Jugendspieler entdeckt. Oha, hier mal ein Talent. Dennis Brenner. 7 Talentpunkte. Sprachgenie, trainingsfleißig und Teamplayer. Rechts außen, links außen. Das ist halt nicht so geil für uns. Wir könnten den aber auf rechtes und linkes Mittelfeld trainieren. Das ginge natürlich auch. Den werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und das machen wir auch. Da drücken wir hier mal Ja. Zack. Mitgliederkampagne. Da haben wir jetzt 7400 neue Mitglieder. Wir sind am 12. Platz in der Liga insgesamt, was die Mitglieder angeht. Das ist auch bemerkenswert mit der Mannschaft, mit dem Team. Krasse Sache. Ja. Das ist hier mal die Übersicht, wer so nach der Champions League gewonnen hat. Ah, apropos Champions League, ne? Bayern weiter. Mit dem 3:3 gegen Ajax. Dortmund weiter. Mit einem 2:0 gegen schwache Monegassen. Also AS Monaco, die sind ganz, ganz schwach dieses Jahr. Bin ich gespannt, was da noch so passiert. Da ist ja Thierry Henry der Trainer. Finde ich sehr interessant. Aber... der hat da sich auf jeden Fall nicht so eine super leckere Station ausgesucht für seine erste Trainerstation. Hier läuft es gerade noch nicht gut bei den Russen. Das war nicht der Plan. Jetzt zeigt es ihnen. Kommt, auf geht's. Da geht doch noch was. Kriegen wir hin jetzt. Ja, 1:0 für Russland. Verletzung. Verletzung. Rechter Verteidiger können wir machen. Und das 1:0 hier über die Zeit gerettet. Wir sind immer noch Erster vor Dänemark. Also Dänemark, das müssen wir uns, glaube ich, genauer angucken, um dann ja, eventuell hier die Fußball-WM spielen zu können. Das fände ich wiederum gar nicht so verkehrt. Rafael Mayer überzeugt im Training, Angebot für Knöll abgelehnt. Da müssen wir jetzt schon fast überlegen, ob man den einen oder anderen echt verkauft. In der Hoffnung, dass wir Geld reinkriegen. schwierig, ne? Ja. Auch eigentlich gar nicht so ein witziges Thema, aber irgendwie muss man auch mal den Galgenhumor behalten. Ne? Ja, Köpfli hier, okay. Herne. Ja, Westfalia Herne ist ja fast bei Dortmund. Aber auch fast bei Schalke oder auf Schalke. So, gehen wir rein. Junioren vor Topspiel gegen den 1. FC Köln. Jupovic ist wieder fit. Abgelehnt hier. Birmingham City wollte den holen. Und der Hauptmann verletzt sich. Ach, ist das ein Kraus hier, ist das ein Kraus. So, bei Niklas Schmidt gehen wir mal hier auf die 26 Millionen Forderung. Das ist, können wir im Moment uns versuchen zu erarbeiten. Ja, wir haben einen Kader, da muss ich was tun. Ne? Aber hier ist auch schwierig, ey. Der Posch, was kam der hier mit einer super Stärke auch an? Ne? Mit einer guten Aussicht auf Erfolg. Jetzt hat er eine Form von 7. Ach, traurig. So, wir gucken uns das Freundschaftsspiel an. Wir spielen mit der besten Elf. Einfach, um da jetzt eine Form reinzukriegen. Ja. 1:0, 3:0, 4:0. Ah, ich wollte schon sagen, wir können nicht mit 1:0 in die Halbzeit gehen. Das wäre ein bisschen sehr schwach gewesen. Da gucken wir mal, was hier noch so geht. Den wir hier noch ein- und auswechseln können. Holtmann können wir mal noch bringen. Wir können auch Köpke noch bringen als zweiten Stürmer. Dass wir die Einser alle auswechseln hier. Alle mit guten Noten. Patrick Horst hat auch eine gute Note. Da könnten wir vielleicht, weiß ich nicht, einfach mal hier so mit so einem... Können wir ihn hier nicht noch irgendwie... Ja, guck mal, der kann noch im DM spielen, hier, der Bauer. Und dann können wir Grauer hier hinstellen. Das ist doch schön so. Das machen wir. Genau so sieht's aus. Und so haben wir uns das vorgestellt. Die Leute hier, die loben wir noch, die wir rausgewechselt haben mit den guten Noten. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt hier noch ein paar
Einsernoten abkassieren. 7-0, 8-0 und keine Verletzung. Wunderbar. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir haben ganz viele gute Noten mitgenommen. Hat die Wright mit einem Doppelpack. Köpke mit einem Tor nach Vorlage. So sieht's aus. Da kann doch vielleicht für den nächsten Ligastart noch etwas mitgenommen werden. So, wir gehen hier keinem Zweikampf aus dem Weg. Gegen Weißrussland muss natürlich Russland gewinnen. Ne? Das ist ja mehr Prestige als andere. Und das ist jetzt die Hymne von Weißrussland. Irgendein Geschwätz von irgendeinem... Aha. Na dann. 2-1 zur Halbzeit. Das sieht okay aus, aber da werden wir jetzt keine Wechsel durchführen. Das ist mir zu riskant. Und ein 1-3 gibt es wohl nicht. Festhalten bitte. 1-2. Wir haben lauter knappe Siege mit den Russen, ne? Gar nicht. Guck mal hier. 28 Tore geschossen und 23 kassiert. Also. Ne, Quatsch, andersrum. 5 haben wir nur kassiert. Okay, hat sich erledigt. Bisschen dumm, der Gary, so ist schon mal. Ja. Solange hier Dänemark nicht kommt, läuft bei uns. Niklas Bendtner, der Lord, ist ja zurück in der Bundesliga bei Hannover 96. Klasse, der war jetzt letztens im Gefängnis oder muss eine Haftstrafe antreten oder irgendwas, weil er dem Taxifahrer den Unterkiefer gebrochen hat. Liebe Leute, was soll denn da sein, ey? Wenn schon ein Lord handgreiflich wird, nee, Verhandlung wollte ich nicht, da muss doch irgendwie was Wildes im Gange sein. Ich wollte hier das hier machen. Flanken bitte. Das hier bitte. Alles hier mal gut machen. Dribbling bitte. Und dann noch eins, was man noch gebrauchen kann, aber was er schnell lernen kann. So, dann geben wir ihm noch einen guten Typen hier mit. Ja, Horn, Kajembe, Kerscher, Knöll. Also richtig viele. Okay, machen wir mal ein Knöllchen. Der Dennis Brenner ist dann frei, ne, wer den haben möchte. Chisels ist wieder da. Wartung der Heizung 10.000 Euro. Vertrauen war hier super. Verletzungen sind nicht so super. Zweite Mannschaft unentschieden schon wieder. Also jetzt gerade gibt es hier nur noch unentschieden. Seit der Grauer oben ist in der ersten Mannschaft, kann es sein. So, Reis Abel hat sich auch noch verletzt. Oha. Das Lazarett, es füllt sich mal wieder. Piaka wechselt zu Panathinaikos Athen. Da könnten wir eigentlich auch mal gucken, ob wir noch irgendwelche ablösefreien, beziehungsweise ja doch, ablösefreien, einen vertragslosen Spieler hat. Oh, Dänemark. Dänemark. So, hier müssen wir jetzt mal sehen, dass wir renoviert bekommen, so langsam. Und was ist denn hier am wichtigsten? Das Medienzentrum. Ja, machen wir das mal. So, Yannick Huth. Tja, wir versuchen es mal mit Kurzeinsätzen beim Yannick Huth irgendwann mal, würde ich sagen, oder? Aktuell keine Chance, machen wir mal. Ist nicht begeistert, aber wir sind wenigstens ehrlich, ne? Momentan sehe ich das nicht. Wir können nicht noch einen schwächeren Torwart reinstellen. Oder sollten wir das mal tun? Ihr entscheidet, ne? Yannick Huth, wo ist er denn? Hier mit einer 69 jetzt, hatte eine 70, ja. Müssen wir mal schauen. Flecken hat eine 72 momentan, also genauso stark wie Maschigiani. Wobei, ich habe das Gefühl, am Torwart lag es nicht so unbedingt. Aber manchmal brauchen wir ja sowas, ne? So ein Wechsel da. Tja, jetzt kommt auch schon hier Dänemark. Wir werden hier als Sieger vom Platz gehen. Volle Latte, volle Kanone. Aber ich habe eigentlich gar immer noch keinen Bock, hier das mir anzugucken. Guck mal da. Spielen hier sogar 0-1. Mit einem Mann weniger. Oh, warum hat sich denn unser Stürmer eine gelb-rote Karte geholt? Was ist denn da los, ey? Ach. Das werden wir noch drehen. Kommt auf. Auch mit einem Mann weniger. Kriegt er hin. So ist auf jeden Fall Dänemark an uns vorbeigezogen. Und die ziehen leider deutlich an uns vorbei. So ist es. Gut, dass wir uns das nicht lange angeguckt haben. Ach, bitter. Dann gehen wir lieber in das Spiel gegen Stuttgart. Renovierung ist abgeschlossen. Dann können wir den Rest auch mal renovieren. Stadion, erste Mannschaft müssen wir mal renovieren hier. 11 Tage.
Oder müssen wir, das hätte ich mal vielleicht vorher machen sollen, Stepp. In der Pause hätte ich das mal tun sollen. Trottel, Gary, ey. Renovieren machen wir erstmal das hier. So, Scout-Bericht, Feinde meiner Trainingsgruppe, Jesus und Verlat. Ja, mit dem müssen wir nochmal sprechen auch. Und der Verlat ist schon wieder verletzt. Ach Gott, ey. Jesus, vertragt euch wieder hier. Auf geht's. Hat keinen Bock. Verlat, vertragt euch wieder. Er wird darüber nachdenken, ja, immerhin. Die Typen, ey. Die Kackbratzen. So, Gespräche. Wir werden mal hier gucken, dass wir hier noch den einen oder anderen hochkriegen mit der Form. So, Kerscher, du hast auch überzeugt hier. Alle überzeugt im Training. Ja, wäre mal schön, wenn die mal im Spiel überzeugen würden, ne? Fände ich jetzt mal gut. Patrick Horst. Kriegen alle zumindest mal Moral. Immerhin. Mit Torschützenkönig werden, ja. Okay, okay. Wird ein bisschen schwierig, mein Freund. Torschützenkönig in der ersten Liga werden. Naja. Wie man es nimmt, so, ne? So, das dauert auch nur einen Tag. Scouting abgeschlossen von Stuttgart. Der Thomas Hengen hat es getan. Ja, und Stuttgart mit Hannes Wolf noch als Trainer. Das könnte eventuell möglich sein. Aber die haben auch 868er Stärke. Wir sind 40 Punkte schwächer und natürlich zu Hause, ne? Die Stuttgarter. Also das, wir sind echt am Arsch. Leverkusen gegen München ist das Topspiel. Zweiter gegen Dritter. Dann Hoffenheim gegen Dortmund und Gladbach gegen Bremen. Jesus ist wieder fit als Kapitän, einfach auch gesetzt. Wir müssen hier mal Vertrauen reinbringen in die jeweiligen Leute. Posch wollte ich eigentlich mitnehmen. Kerscher hat sich leider noch verletzt. Wir gehen mit Holtmann und wir gehen mit Vasialidis ins Spiel. Wir bringen Bebu als zweiten Mann. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier zusehen, dass wir Punkte holen. Knöll hat die gleiche Form wie Hachi Wright und dann aber eine deutlich bessere Stärke. Das heißt, wir behalten das erstmal so bei. Gucken uns hier an. Verlat ist wieder fit. Grauer in der Reserve. Homberg hat Interesse an uns. Patrick Ludewig hat sein Trainingsziel erreicht. Ja, sehr gut. Der Batze. Gucken wir an. Sprachgebunden, ja. Das macht nichts. Ja, sieht doch gut aus hier momentan. 55er Stärke. 8er Talent. Rechtsverteidiger. Klasse. Datenbank wurde aktualisiert. Patrick Horst auch hier. Oh, sehr gut. Kerscher 2 Tage verletzt. Naja, gut, das ist noch in Ordnung. Können wir verschmerzen. Momentan, aber ich hoffe da natürlich auch auf Zeichen. So. Warum wurde denn hier der Reis-Abel die ganze Zeit hier aufgestellt? Jetzt gerade. Habe ich hier irgendwo noch sowas stehen? Muss aufgestellt werden? Ja, muss aufgestellt werden. Weil jetzt finde ich das schon gerade so, dass hier der Abel sich auch mal zusammenreißen muss. In so einem Team. Und wir müssen uns jetzt auch zusammenreißen. Und zwar gegen Stuttgart. Wir gebrillen. Ich sag einfach mal. Wir müssen jetzt mal was versuchen und wir versuchen einfach mal mit der Ansage, wir schaffen das. Aber vielleicht auch nicht. Benno Schmitz auf der linken Seite ist durch, aber dann ist Robert Bauer da. Der Rechtsverteidiger klärt souverän. Aber schon wieder die Stuttgarter. Über Akolo, kurzer Einwurf auf Mario Gomez. Der springt dann den Ball, der kriegt den Ball nicht angenommen, der alte deutsche Stürmer Mario Gomez. 10 Minuten gespielt, Hansa Rostock nimmt noch nicht teil. 15 Minuten gespielt, Hansa Rostock nimmt noch nicht teil. Ecke, die erste in diesem Spiel von Didavi. Cizot springt höher, kopft seinen Mitspieler an und dann gibt's Ecke. Immerhin, Ecke geklärt. Die zweite, da kann er es jetzt noch besser machen. Die kommt hoch auf den Elberpunkt. Aber Maschigiani kommt einfach aus dem Tor herausgestürmt und holt sich das Leder. Draufgehen, liebe Leute. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir kämpfen können.
Kein einziger Angriff momentan hier in die Richtung des Tores von Ron-Robert Zieler. Stattdessen hier Benjamin Pavard, der an Holtmann vorbeigehen will und gestoppt wird mit einem taktischen Foul. Immerhin sieht es jetzt gerade zumindest so aus, dass wir hinten recht sicher stehen. Jetzt aber Gomez mit einem, ja, mit einem Tor. Das war eigentlich ziemlich plump, wie er da hingeht. Irgendwie stolpert er da in die Hereingabe von Benno Schmitz. Und dann steht es hier 1-0. Tja. Der Gegenzug, vielleicht direkt Knöll gegen Bartschuber, gewinnt das. Legt den Ball jetzt auf Holtmann zurück und der kriegt den Ball aber nicht. Und Zieler ist zuerst da. Oh Mann. Ah, scheiße, ey, das gibt es doch nicht. Eine Minute Nachspielzeit, Halbzeit ist rum. Gelb, Holtmann hier, wir haben es aber auch auf den Außen. Richtig schlecht hier alles, was auf den Außen da so rumspringt. Note 5. Vasilidis ist auch nur eine 4. Chisol ist immerhin zurückgekommen und ganz souverän. Bauer mit einer 1, da kann man mal aufbauen. So, wäre doch gelacht. Hier geht noch was. Gebt euer Bestes. Keine Ahnung, ey. Ist schon schwierig, wenn der Trainer langsam ahnungslos wird, ne? Und ratlos. Dann wird's schwierig. Und mir geht's so ein bisschen so wie in der ersten Saison in Liga 2. Da waren wir auch richtig am Arsch in der ersten Hinrunde, ne? Da mussten wir alles geben und neue Leute holen in der Halbzeit. Und haben es dann noch gedreht. Hoffentlich drehen wir es hier in der Liga auch irgendwie. Hoch und weit schlägt jetzt Vasilidis auf der rechten Seite den Ball einfach mal nach vorne. Knöll verliert das Kopfballduell gegen Heinz, aber dann ist schnell hat da. Zögert keinen Augenblick, nimmt den Ball, volle Kanone, schießt in die Arme von Zieler. Ah, aber immerhin mal ein Angriff. So kann es doch gehen. Gomez und Balanta im Zweikampf ist schon lange abgepfiffen und die boxen sich da weiter. Ja, alles gut, beruhigt euch. Hansa Rostock nochmal jetzt mit dem Konter über Niklas Schmidt. Der zeigt sich noch zu selten für seine gute Stärke. Springt den Ball raus zu Horn, flankt nach innen und dann ist Heinz von Knöll da und letzte Ecke. Niklas Schmidt bringt sie rein. Bartstuber klärt. Dann ist Perez da und der befördert den Ball aus dem Strafraum. Patrick Horst steht allerdings genau da, nimmt ihn an, guckt, schießt Knöll in die Hacken und der Ball ist da drin. Jawohl, Benjamin Pavard hat das Abseits aufgehoben. Super, genau so muss man es mal machen. Der Horst zieht einfach mal drauf. Und dann ist er da drin. Dann ist er tatsächlich drin. Bartstuber riskiert hier jetzt einen Strafschraub. Plumpe Grätsche gegen Niklas Schmidt. Was macht der Schiedsrichter Hamidley? Na komm, ey. Da gibt es nicht den Elfmeter. Leute. So, wir haben gesagt, wir bringen ihn. Und Bebu bringen wir jetzt. Niklas Schmidt. Er ist nicht so gut drauf momentan. Özcan könnten wir eigentlich kurz vor Schluss vielleicht nochmal bringen. Der hat nämlich eine gute Form zumindest. Also Bebu jetzt auf der rechten Seite. Frisches Blut. Frischer Mann. Der kann da einige Meter hoch und runter ackern. Wir führen zwar nicht, aber wir hätten mal einen Punkt. Aber jetzt erstmal Stuttgart im Angriff. David Didavi muss nur noch einschieben, spielt dann auf Mario Gomez und der, oh, der steht im Abseits, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Der hätte Didavi schon das Tor machen müssen. Puh. Mané läuft jetzt mit dem Ball nach innen, legt quer zu Perez und der schießt. Aber da ist nichts passiert. Andres Ibarguen kommt rein. Ohne Bild. Mhm. Chatrak Akolo, der links außen spielt, mannschaftsdienlich zu Mario Gomez. Der schießt, aber schießt weiter am Vorbei. So, draufgehen, Jungs, draufgehen. Pavard, der eben unglücklich aussah, wird ausgewechselt gegen Ofori. Viertelstunde ist noch. Wir hätten mal einen Punkt. Jetzt Rostock sogar mal im Angriffsmodus. Schmidt dreht sich um Onguene vorbei und schlänzt den Ball am Winkel vorbei, leider. Tja, was machen wir hier? Ich würde eigentlich gerne noch schneller mit der 4,5 auswechseln, aber wir haben da gar keinen richtigen, den wir da nehmen könnten, außer Özcan.
Hoffentlich ist das jetzt nicht zu offensiv. Aber eine 4,5 ist mir eigentlich jetzt hier die letzten 10 Minuten auch nicht stark genug. Das ist dann noch so einer von den Unsicherheitsfaktoren. Ne? Bebu allerdings auch nur mit einer 4 reingekommen. Und Schmidt auch nur. Aber 4,5 ist noch mal schlechter. Ne? Also, der hatte keinen Zugriff zum Spiel und deshalb musste er mal raus. Klares Handspiel von Onguene. Gibt gelb natürlich. Und die Rostocker kommen jetzt mal. Mit Schmidt. Der spielt den Ball genau auf Kayembe. Der schießt in die kurze Ecke und dann ist Zieler da. Mensch, das wär's doch jetzt mal gewesen. Ach. Schade. Aber es gibt mal einen Punkt, wenn jetzt nichts mehr passiert. Liebe Leute, pfeift ab. Ja, ein Punkt mal immerhin. Das ist ja, fühlt sich ja richtig gut an. Nach einem 0:1 nochmal zurückgekommen. Und immerhin mal einen Punkt geholt. Hier sind einige ohne Bild bei Stuttgart. Was ist denn da los? Wollen wir mal gucken. Der Christian zum Beispiel. Aha, der Christian. Den haben wir noch. Eben hatten wir noch einen irgendwo. Der kam von der Bank. Den müssen wir wieder hier suchen. Auch so schwachsinnig. Warum der da nicht einfach weitergeht zur Bank? Enes Türkötz. Dann haben wir noch hier Andres Ibargüen. Das waren wir. Das waren sie. Tja, immerhin mal einen Punkt geholt. Sehr schön, sehr schön. Wir sind damit trotzdem noch auf Platz 16, aber haben jetzt doppelt so viele Punkte wie Wolfsburg und Freiburg. Sehr schön, klasse. Hoffenheim gewinnt gegen Dortmund. Dortmund verkackt es aber auch gerade ganz gut. Hoffenheim richtig stark. Guckt euch das mal an hier. Noch ungeschlagen und 6 Siege aus 7 Spielen. Boah, Wahnsinn. Nürnberg 0:4 gegen Leipzig verloren und Leverkusen besiegt Bayern München. Das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung und springt hier hoch auf Platz 2. Bayern sackt ab auf 4. Huiuiui, das wird auch interessant jetzt. Gladbach gewinnt 4:1 gegen Bremen, Mainz verliert gegen Hamburg, Schalke, Wolfsburg 0:0 im Kellerduell. Köln gewinnt zu Hause gegen Freiburg und Berlin lässt 3 Punkte in der Hauptstadt gegen Augsburg. Schon wieder wenige Tore, ne? Eben war mit 20 Toren neuer Negativrekord, jetzt 19 Tore. So kann es gehen. Ich finde ja, wir hätten verdient gehabt, hier einen von uns in der Elf des Tages zu haben. Aber haben wir leider nicht. Ist aber egal, wir haben einen Punkt. Den einen Punkt, da freuen wir uns drüber. Und den nehmen wir mit in die nächste Sendung, in die nächste Folge. Och krass, was ist denn hier mit dem Bender los? Guckt euch mal seine Durchschnittsnote an. Mensch, Mensch, Mensch. Hatschi Wright und Törles Knöll sind hier noch in den Top 23 mit dabei. Und als nächstes geht's gegen Köln. Und gegen Köln könnte eventuell mehr als ein Punkt drin sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, die zweite Mannschaft gewinnt wieder. 4:1. Ray Ruxon mit einem Doppelpack. Genau wie Gesin. Sehr schön. Verletzungen, die werden jetzt auch langsam weniger. Da freut man sich ebenso. Und wir gucken noch hier ein paar Wechsel an. Ach, das wollte ich doch eben geguckt haben. Siehst du, habe ich schon wieder vergessen. Der Rodwell, den habe ich mal bei PS, weiß ich nicht, 6 oder 5 oder so gekauft gehabt. Vielleicht war es auch schon mehr. Irgendwo hatte ich den mal gekauft gehabt. War ein richtig cooler Typ. Und ist dann so ein bisschen aus dem Blickfeld gefallen. Ne? Jesper Verlat sucht Gespräch, aber trotzdem sind sie noch Spinnefeind, die zwei. Das ist doof. Das ist sehr doof. So. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier alles hier hinkriegen. Ne? Das ist momentan eine schwierige Situation für uns als Trainer. Aber es kann ja nicht immer nach oben gehen. Es kann nicht immer nur super laufen. Ne? Es ist halt so. Wir gucken mal ran, was hier so für uns auf dem Markt wäre, die auch erreichbar wären. 71er, 72er, also nichts supergeiles. Gehen wir mal ganz kurz rein in Hansa Rostock vereinslos. Vertragsspieler, vereinslos. Chung Yong Lee hätten wir da, aber das sind auch schon alte Menschen. Ne? 72er Matsumoto wäre noch da. Also so wirklich was richtig Geiles haben wir jetzt hier nicht auf dem Plan. Ältere, ne? 75er, okay. Aber eigentlich hätten wir eine gute Mannschaft, wenn die hier von Form und Moral sich ein bisschen fängt, dann wäre das hier super geil.
Zumindest besser als jetzt, sagen wir so. Ja, liebe Leute, dann wünsche ich mir einen schönen Tag und euch wünsche ich auch einen schönen Tag. Und sag mal so, wir werden das hier angehen. Wir werden das angehen. Was ist das denn? Ohne Rückhalt, der Kerscher. Aha. Das ist ja traurig. Was ist denn los mit unserem Team? Warum sind sie so böse? Sauer. Naja, ich bin nicht mehr so sauer, weil wir einen Punkt geholt haben. Den feiern wir wie einen Sieg. Haut einen raus heute Abend, trinkt ein Gierchen für die Kogge und macht euch einen schönen Tag noch. Tschüss, der Gary ist weg.